Herzlich willkommen hier zu meiner Folge hier im Arsch. Die Förderbahn arbeitet, zumindest eins. Bei Stufe 1 reicht eins ja aus. Ist nicht optimal, aber gut. Wir werden ein bisschen was verkaufen. Und bei Gelegenheit werden wir das noch weitermachen. Das Förderband kann ja nun ja, noch 3 Folgen voll arbeiten. Knapp eine Stunde. Und dann schafft es auch einige warten was. Ne? Und so muss es sein. Arbeiten muss ich am Anfang machen normalerweise. Bevor ich überhaupt starte. Bums. Zu schnell gefahren. Gleich Beute geholt. So. Hinnern sich. So, jetzt geht's hin zum Düngemittelproduktion. Das Zeug auskippen und dann geht es gleich nochmal los, die Milch auffüllen und dann her gleich den Mist holen, ebenfalls zur Düngemittelproduktion. Die Ernte läuft noch. Ich hoffe einigermaßen gut. Zurzeit sieht so aus. Auch mal das Beste, ne? Wenn die Ernte geschafft ist, haben wir es geschafft. Wir müssen noch sehen, auf Feld 21 müssen noch Restarbeiten gemacht werden. Der Helfer ist da fertig. Und sicherlich nicht hundertprozentig alles gut. Also arbeiten. Junge, da musst du ja früher bremsen. Gut. 150.000 gehen rein. Das wird gerade so reichen. So. Milch holen. Kühe wollen Milch verursachen. Mal sehen, wie ob da ist. Ha. Muss ja endlich was da sein. Ich komme ja kaum dazu. Ja, es wird langsam wird's, schummrig. Ne? Das ist schon Mitte Herbst. Ist schon. Gehen wir stramm auf den Winter zu. Der kommt alles weg. Die Heutrocknung bleibt. Ist ja zu den Kühen dazu, ne? Mehr oder weniger. Einsteigen, immer Milch verkaufen. Mal einladen, ne? Aufmachen, ne? Ja, wir können mindestens 2 Fuhren fahren. Gut, das dauert eine Weile. Das werden wir gleich mal in die Gärreste. LKW abhängen, wenn er leer ist. So, das dauert noch ein bisschen. Aber da müssen wir drin bleiben, sonst geht das nicht. Komischerweise. Jo. Ja, heute ist Freitag. Wenn schon zu Hause seid oder gerade anschaut und ein schönes Wochenende. Kleiner Hinweis in eigener Sache. Heute Abend kommt ein Livestream bei mir auf meinem Kanal. Da werde ich auf der Touring-Karte spielen. Beginn Frühling, also Aussaat ist schon fertig. Mission würde ich noch machen. Und ansonsten düngen, kein Holz. Hoffe ich Holz. Tiere füttern muss ich noch. Wie gesagt, wenn der Tag 2 ist und die Temperatur passt, dann können wir da Dings machen, ne? Mission Aussaat. Das ist geplant, verbannt, alles vorbereitet, warten nur noch plus gerade. Ne? Thüringen, genauso wie hier, nur halt ein bisschen hügelig. So, wollen wir den Mist holen und dann haben wir schon wieder was geschafft. Der LKW muss hier noch stehen, der blaue, ja, der Anhänger, der Kippe, der große. Ach ja, es geht ja wegen, ich wollte gerade sagen, wie ist das für ein Rohr? Ich habe das Update ja genommen, ne? Hatte ja aufgehabt für die Marsch, Update und starte das Spiel, guck mit an. Hatte mir aber vor den Spielstand gespeichert, muss man dazu sagen.
Da hat Audreif zweiten Stand angefangen. Also für Kurse. Und da hat den 1,9 noch nicht genommen. Von 1,8 auf 1,9 hat es funktioniert. Glaube ich jedenfalls. Aber mir war das irgendwie schon mal passiert. Da musste ich nochmal von vorne anfangen. Gut, hier ist nicht so ein großes Problem, weil ich habe so viele Kurse selber nicht eingefahren. Also Wasserkurse schon. Auch für Zilo und so, aber Verkaufkurse. Ich verkaufe nicht viel und das, was ich Produktion verkaufe, das muss ich so alleine machen. Zum Schlachter fahren wir auch alleine. Kommt nicht so oft vor. Hier einen Mistkurs habe ich mal gemacht. Aber gut. Wenn der abgekippt ist, ist er wieder bedient. Sag mal so, ne? Der hält nicht an, du. Ja, das ist so. Gibt's aber Mod-Hub zu Corona mit dem Anhänger, ne? Der Anhänger ist für viele Sachen ungeeignet, weil du in eine Halle reinfährst, ist das ein bisschen ungünstig. So, Mistlager wieder gefüllt. Jetzt können wir den wieder auffüllen lassen bei den Kühen, ne? Vielleicht können wir auch ein bisschen was zum BGH fahren. Wir haben, glaube ich, sehr viel da. Was entsorgen, in Anführungszeichen, ne? Jetzt weit weg, hören wir ja nichts, ne? So geht. Wir haben schon einen riesen Berg hier. Unsere Milchkälber, unsere Milchkühe, deren Kälber, die weiblichen Tiere, kommen später hier im Stall wieder rein, sobald sie geschlechtsreif werden, ne? Dauert noch ein bisschen. Gut gefüllt. Weil wir anfangen hier mit auffüllen. Mal gucken im Menü, was das am Mist da ist. Das ist der Stall. Oh, schon heftig. Gülle haben wir auch so viel. Das können wir auch mal verkaufen. Milch müsste jetzt voll sein. Jo. Eine Fuhre haben wir noch. Ja, weiß nicht zu sehen. Wenn die Milch sehr fettig ist, ist sie leicht gelblich. Das ist bei den Kühen so, wenn das erste Mal Milch geben, wenn das Kalb geboren wurde. Die Milch ist sehr fetthaltig. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber früher wurde die Milch nicht genommen. Die wurde das kann aber einen anderen Zusammenhang. Also die Kühe waren im Stall, die waren auf der Weide. Und die Kühe, die den Kalb bekommen haben, wurden im Stall reingebracht. Und die Milch, die überschüssig war, wurde weggekippt. Weil kein extra Transport vorgesehen war für die Milch. Ne? Also da ja keine Kühlmöglichkeit da war und nicht gekühlt werden konnte, die wurde in eine Kanne gemolken, also mehr oder weniger, so separat. Und die war ja handwarm und wenn draußen im Sommer recht warm war, die hat sich nicht lange gehalten. Deswegen wurde die dann ja entsorgt. Man hätte sie auch nach Hause nehmen können für die Schweine, aber das war ja in dem Falle nicht erlaubt. Beziehungsweise nicht gerne gesehen, sagen wir so.
So, das dauert noch ein bisschen. Aber Mist ist genug da. Voll. Und Dünger ist auch fast voll. Gut, die brauchen auch was. Die müssen noch ein paar Felder aussehen. Gäres ist auch voll. Gut. Was macht überhaupt der Milchpreis? Mal schon verkauft worden. Oh. Oh. Ach so, das ist was ich echt drin habe. Ach so. Mais, Mohn, Birnensaft. Schweinefutter. Oh, teuer. Butter, Zuckerrüben, Quark. Vermehrungsgras. Stroh will keiner haben. Also gut zu sehen, mein gekauftes Zeug bleibt drin. Den muss ich in der Umlage. Das machen wir gleich. Junge, das wird schummrig. Also mein Feld, glaube ich, wird nichts mehr. Habe ich durch diesen Wechsel des Geomods komplett versaut. Aber gut, das sind Erfahrungen, die man machen muss, denke ich mal. Und nichts zu ändern, ne? So, kriegen wir nicht ganz voll. Das macht aber nichts. Wir laufen schnell zum anderen LKW, zum blauen. Und wenn das Lager mal das Getreide rausnehmen. So. Anhänger haben wir letztes Mal gekauft. So, da sind wir. Wir wollen haben die Gerste. Hatte ich mal gekauft gehabt und das holen wir jetzt raus. Also ich habe das Prinzip beim Speichern noch drin gelassen. Habe 7 Tage gewartet, also ist bei mir intern auf dem Rechner gespeichert. Also nicht im Zwischenlager. Im globalen Markt. Also ist das ganz gut. Ist keine Gefahr, dass was dann verloren geht. Ne? Gut, wenn der Spielstand zerschossen wird, natürlich ja. Aber ansonsten bleibt es erhalten. So, nochmal eine Restgerste. Den Rest werden wir dann vom Lager holen. Wenn noch was da ist, dann werde ich das zum Brauerei fahren. Blockig. Und hier der Abfahrer. Auch blocking und steht nicht. Da muss ich kurz gucken. Der ist fertig, immer nacharbeiten. Der arbeitet nicht weiter, weil der andere nicht arbeitet. Ja, da hängt wieder ein Zaun fest, ne? Wo willst du hin? Zur Brauerei, ne? Oh. Das wird schwierig. Vorbeigesoffen hier. So, C. Kurz mal entlassen. Ja, das wird so nix. C. Wie gesagt, ich muss nächstes Mal Vorgewinne mehr machen. So. Dann wird er auch Probleme machen. So, der ist hier rechts. Mal gucken, muss ich gucken.
So. Wird noch einige Probleme geben hier. Dass wir kein Stroh machen müssen. Das ist okay, machen wir einen normalen Helfer. Was auch gehen würde. So, den wir einstellen. Mein sonst Abfahren klappt ja, ne? Haben wir das Feld. Einstellen. Und dann werden wir gleich mal einen anderen einstellen hier. Probleme. Denke mal, dass er beim Wenden den anderen ungünstig hingestellt. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss und wir gewinnen dir. Ciao, ciao. Tschüss. Wie gesagt, Leistung. Tschüss.